أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Brüder, alle Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala und der Dank sei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zusammengeführt hat in dieser gesegneten Runde. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith, wenn Leute sich versammeln, um gemeinsam zu essen und sie dabei nicht Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, nicht den Segensruf auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen, dann sagt er, dann ist es so, als ob sie eine Leiche gegessen haben. A'udhu billah. Deswegen müssen wir uns immer daran gewöhnen, dass wir diese Sitzungen, vor allen Dingen unter den praktizierenden Brüdern, dass wir diese Sitzungen mit der Erwähnung zu Allah subhanahu wa ta'ala füllen. Denn alles andere ist was? Ist purer Schwachsinn. Wenn man nicht über Allah spricht, nicht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht, nicht über das Jenseits spricht. Wenn man nicht über diese Sachen spricht, dann spricht man über was? Über Blödsinn. Wer sagt das? Das sagt Imam Ahmed rahimahullah. Er sagt: "Kullul ulumi lil fata siwa al-Qur'ani mashghalatun." Er sagt, alles an Wissen, nicht an Kalam, normales Gespräch, was wir reden. Er sagt nein. Er sagt, für den praktizierenden Gläubigen Muslim ist jede Wissensart neben dem Koran Mashghala, eine Ablenkung, etwas, was ihm nicht nützt. Ja, dann sagt er illa al-Haditha wal-Fiqha fid-Dini, außer al-Hadith, das heißt, dass man über den Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und dass man über den Fiqh spricht in der Religion, Al-Halal wal-Haram, Pflicht, keine Pflicht, Mustahab, allgemein über die Religion spricht. Und dann sagt er, Rahimahullah, sagt er, Al-Ilmu, Qala wa haddathana. Das Wissen ist, er sagt, das heißt Hadith, Isnad, dass man ja nicht einfach ohne Wissen redet, sondern das Wissen ist, dass man sagt, Allah sagt. Der Prophet Sassim sagt, Haddathana, das heißt, uns hat einer überliefert von den Überlieferungsketten. Das heißt, im Grunde genommen, dass man was mit Wissen redet. Und wenn man kein Wissen hat, dann soll man sagen, Allahu A'lam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den nächsten Tag glaubt, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Der soll Gutes sprechen, das heißt, er soll Wissen geben, er soll mit Wissen sprechen oder er soll still sein. Ansonsten wird er reden ohne Wissen. Al-Muhim, und dann sagt er weiter, وَمَا سِوَا ذَلِكَ, oder er sagt, وَإِلَّا الْحَدِيثَ وَإِلَّا الْفِقْهَ فِي الدِّينِ, ja, und er sagt er, außerdem an Wissensarten, alles andere, sagt er, ist Einflüsse von dem Shaitan. Was sagt er? Er sagt, وَمَا سِوَا ذَلِكَ إِلَّا وَسَاوِسُ الشَّيَاطِينِ, أو كَمَا قَال. Er sagt, alles neben diesen Wissensarten, Hadith, Al-Fiqh, Al-Quran, Al-Sunnah und, ist alles nur was? Er sagt, Einflüsse vom Shaitan. Wa'ayyadu billah, möge Allah uns bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهَ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Er sagt, das Gleichnis von demjenigen, der Allah erwähnt und demjenigen, der Allah nicht erwähnt. Und wir sagen noch dazu,
Und das Gleichnis der Sitzungen, wo Allah erwähnt wird und wo Allah nicht erwähnt wird, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ist das Gleichnis von demjenigen, der lebendig ist und von demjenigen, der tot ist. Und deswegen ist die Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala was? Es ist die Ernährung und die Nahrung für die Seele. Wir wissen ja, der Körper hat seine Nahrung. Essen, Trinken, Vitamin B, C, D und was es nicht alles für Vitamine gibt. Genauso hat die Seele ihre Nahrung. Und das ist das Thema, worüber ich reden will. Der Körper, meine lieben Geschwister, wenn man ihm genug Nahrung gibt, ist er stark, ist er gut? Ist gut, ja? Ist gesund, ist stark, ist vernünftig. Und wenn man ihm keine Nahrung mehr gibt, was passiert dann? Dann wird er schwach. Und dann wird er krank. Und dann wird er sogar was? Dann wird er sterben, der Körper. Der Körper stirbt, wenn man ihm nicht die Nahrung gibt. Und genau so ist die Seele. Die Seele, wenn man sie ernährt, wenn man ihr die Nahrung gibt, die sie braucht, dann ist sie stark und dann ist sie gesund und dann lebt sie auch. Aber wenn man ihr die Nahrung nicht gibt, dann wird sie schwach, krank und am Ende passiert was? Am Ende stirbt sie. Am Ende stirbt sie, ganz einfach. Meine lieben Geschwister im Islam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, er sagt, Inna al-imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawbu al-khaliq. Er sagt, der Iman, der Glauben, das Praktizieren der Religion, deine Kraft, deine Energie in der Religion, Al-Iman, wird alt, so wie die Kleidung alt wird. Das heißt, damit meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Iman schwach wird, dass er weniger wird, dass er vielleicht sogar weggeht vom Menschen. So genau so sagt er sallallahu alaihi wasallam, wie die Kleidung alt wird. Und dann sagen die Sahaba, ja Rasul, und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, fajaddidu imanakum, erneuert euren Iman. Wie sollen wir unseren Iman erneuern? Wie geht das? Iman und dann machst du den wieder neu, wie geht denn das? Und dann sagen die Sahaba, ja Rasulullah, wa kayfa nujaddidu imanana? Wie sollen wir unseren Iman erneuern? Und damit meint der Prophet was? Sallallahu alaihi wasallam, vermehrt euren Iman, stärkt euren Iman. So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في أزكت يا أيها الذين آمنوا أو دي glaubt glaubt die haben doch schon Iman, warum sollen die noch mal glauben? Damit ist gemeint, oh die glaubt, stärkt euren Iman, vermehrt euren Iman, stabilisiert euren Iman. Das ist damit gemeint. Das ist, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns sagen will. Und dann sagen die Sahaba, radiallahu anhum, und die Sahaba, wenn wir über die Sahaba reden, dann reden wir über Menschen, die die Dunya in ihren Händen hatten. Und das Jenseits, die Dunya, also das Diesseits, ja, sie haben das Diesseits in ihren Händen gehabt, so. Und das Jenseits hatten sie auf ihrem Kopf. In dem Moment, wo das Jenseits gewackelt hat, das heißt auf dem Kopf, wo etwas dem Jenseits entgegengekommen ist, wo irgendeine Sache ihr Jenseits angegriffen hat, dann haben sie was? Haben sie das Diesseits losgelassen. Aber wir heute sind umgekehrt. Wir haben die Dunya auf unserem Kopf und die Ibadah und die Religion in unseren Händen. Sobald irgendein Problem in der Dunya kommt, lassen wir alles liegen. Und die Sahaba waren auch Leute gewesen, die Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala über sie, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die zu den Leuten hervorgebracht wurde. Warum? Ta'muruna bil ma'ruf. Ihr gebietet das Gute, nachdem ihr das Gute selber praktiziert. Nicht wie wir heute. Wir sagen den Leuten, Allah macht, macht, aber wir praktizieren das selber nicht. Er sagt, ta'muruna bil ma'rufi, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Ihr gebietet das Gute, nachdem ihr es selber praktiziert habt, und ihr verbietet das Schlechte, nachdem ihr euch selber davon entfernt habt, und ihr glaubt an Allah, ihr festigt euren Glauben zu Allah. Diese Leute, meine lieben Geschwister im Islam, sie waren Menschen gewesen, die immer wieder danach getrachtet haben, sich weiterzuentwickeln. Nicht wie wir.
Wir heute sagen, Alhamdulillah, Bruder, was willst du noch von mir? Ich bete, ich faste, Hajj, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber die Sahaba, nein. Die Sahaba, die haben Gas gegeben. Die waren nicht einfach damit zufrieden, nur zu beten. Im Gegenteil, die haben sogar Angst gehabt, dass sie nicht ins Paradies kommen. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, was hat er gesagt? Er hat zu Hudhaifa gesagt, ja Hudhaifa, sag bitte, bin ich in der Liste unter den Heuchlern? Immer wieder hat er ihn gefragt, immer wieder. Sogar, dass einer der Tabi'un, Ibn Abi Mulaika, rahimahullah, sagt, ich habe 40, nicht nur einen, Umar al-Khattab, 2, 3, 4, 5, nein. Er hat gesagt, ich habe 40 von den Sahaba getroffen, jeder von ihnen hatte Angst, dass er ein Heuchler ist. Allahu Akbar. Diese Leute, die ich jetzt beschrieben habe, waren Leute gewesen, die sich darum bemüht haben, sich in der Religion zu entwickeln. Sie waren Leute gewesen, die sich darum bemüht haben, ihren Glauben zu stärken. Und deswegen haben sie ihn gefragt. Sallallahu alaihi wasallam. وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِمَانَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِمَانَنَا Ja, Gesandter Allahs, oh du Gesandter Allahs. Wie stärken wir denn unseren Iman? Wie stärken wir unseren Glauben? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung sagte er, قُولُ لَا إِلَهِ اللَّهِ تُجَدِّدُ إِمَانَكُمْ Sagt لَا إِلَهِ اللَّهِ Damit, mit diesem Wort لَا إِلَهِ اللَّهِ werdet ihr euren Iman, euren Glauben stärken und vermehren. In einer Überlieferung sagte er sallallahu alaihi wasallam, اقرأوا القرآن تجددوا إيمانكم Lest den Koran, rezitiert den Koran, so werdet ihr auch euren Iman stärken. Was ich damit sagen will, meine lieben Geschwister im Islam, ist, wir dürfen nicht denken, dass wir immer wieder Gläubige bleiben werden. Wallahi, es wird der Tag kommen, da wird Allah subhanahu wa ta'ala uns prüfen. Viele Leute, die wir auch kennen und die wir nicht kennen, haben geredet. Sie sagen, wir machen so, wir machen so, wir machen so. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie geprüft. Für diese Aussagen, die sie getätigt haben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Denkt ihr etwa, dass ihr sagt, wir glauben, dass ihr sagt, ey, wir praktizieren, dass ihr sagt, ey, wir sind doch auf dem richtigen Weg und euch trifft nicht das, was diejenigen vor euch getroffen hat? Ha? Nein, keineswegs. Allah subhanahu wa ta'ala prüft deinen Glauben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Sie, diese Leute, die vor euch waren, die auch gesagt haben, wir glauben, wir machen Takbir, Allahu Akbar, sie hat die Armut getroffen und sie hat die Krankheit getroffen, Kriege, Tod, Furcht, alles, was man sich vorstellen kann. Alles hat sie getroffen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie geprüft. وَزُلْزِلُوا sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Erde hat unter ihnen gebebt. Und nicht nur das, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ Bis der Gesandte Allahs, nicht nur irgendein Mensch, nein, bis der Gesandte Allahs unter ihnen und die Gläubigen mit ihm gesagt haben, wann kommt der Sieg? Genau wie wir heute. Wir sehen Syrien weg, Irak weg, Jemen zum größten Teil weg. Trump ist jetzt Präsident. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht's los. Balkan, auch kurz vorm Brennen. Allah allem wo, Gambia, überall ist am Brennen, Achi. Burma, haben wir ganz vergessen. Überall ist es am Brennen, meine Geschwister im Islam. Und es wird eine harte Zeit kommen. Was brauchen wir diese harte Zeit? Iman. Und genauso haben die Leute vor uns gesagt, Meta. Nasrullah, wann kommt der Sieg Allahs? Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Ala inna nasrallahi qarib. Wahrlich, der Sieg Allahs ist nah. Der Sieg Allahs, meine lieben Geschwister, wie die Gelehrten sagen, ist zwischen dem Himmel und der Erde. Und wenn er sprechen könnte, dieser Sieg an Nasr, wenn er sprechen könnte, dann würde er uns sagen, oh ihr Muslime, wacht auf, ich
bin von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden, damit ich zu euch komme, aber ihr müsst die Gründe dafür leisten. Der Sieg kommt nicht einfach so. Es gibt Gründe für den Sieg. Wir sehen, oh, guck mal, was passiert, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, als es jetzt gerade ist. Aber warum geht es weiter und weiter? Wisst ihr, was die Antwort dafür ist? Weil wir immer noch so sind, wie wir sind, und noch schlimmer. Wir werden noch schlimmer, als wir sind. Wir gehen nicht nach vorne, nein, wir gehen nach hinten. Das heißt, es wird immer weitergehen, bis wir irgendwann mal checken, aha, warte mal, ich muss die Religion mit Aufrichtigkeit praktizieren, nur für Allah, und ich brauche nicht immer große Klappe zu haben, sondern das, was ich kann, mache ich. Das, was ich nicht kann, mache ich nicht. Ganz einfach, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Der Iman, wir wissen ja, der Iman steigt und sinkt, oder nicht? Er steigt mit dem Gehorsam zu Allah. Und er sinkt mit dem Gehorsam zum Shaitan. Das heißt, das ist eine ganz normale Sache, wenn dein Iman sinkt. Aber das Problem, wo liegt das Problem? Das Problem liegt dabei, dass wir nichts daran tun, dass der Iman wieder steigt. Es ist normal, dass dein Iman sinkt, dass mein Iman sinkt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, kulli bani Adam khatta. Jeder Sohn Adams ist jemand, der Fehler macht. Das heißt, jeder Mensch macht Sünden. Aber wo liegt das Problem? Das Problem liegt, dass wir an den Sünden nichts tun, dass wir sie einfach so stehen lassen. Und das ist der Fehler. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Sache, ja, über die Gläubigen, über diejenigen, die den richtigen Weg eingeschlagen haben. Er sagt, الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Diejenigen, die, wenn sie eine Sünde machen, eine Abscheulichkeit machen, eine richtig ekelhafte Sünde tun, und wenn die Leute das sehen würden, was er gerade getan hat, dann würden sie ihn nicht mehr die Hand geben, nicht mehr grüßen. Und das ist meistens so bei unseren geheimen Sünden, die wir geheim machen, wo keiner das sieht. Ja? Diese Leute, die so eine abscheuliche Tat tun, große Sünden, und dann unter anderem machen sie sich selber Unrecht. Er sagt, oder sich Unrecht tun, das heißt, die kleinen Sünden. Weil die kleinen Sünden sind auch nicht zu unterschätzen. Die Gelehrten sagen, das heißt, wenn man Istighfar macht, wenn man Allah um Vergebung bittet, dann gibt es eigentlich gar keine Sünde, weil die Sünde wird immer, was? Gelöscht. Wala sagirata ma'al istimrar. Sagen, die kleine Sünde, die ist klein. Aber wenn man sie immer wieder tut, dann wird sie was? Dann wird sie eine Großsünde. Dann wird sie eine Großsünde. Blicke zu den fremden Frauen ist eine Kleinsünde, laut vieler Gelehrten. Aber wenn man das immer die ganze Zeit macht, nicht versucht, diese Sache zu bekämpfen, dann wird es zu einer Großsünde. Möge Allah uns bewahren. Und ihr wisst ja, die Großsünde, was braucht sie? Sie braucht eine Taube, eine Reue bei Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, er sagt subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die sündigen, eine abscheuliche Tat tun, eine Großsünde oder eine kleine Sünde machen und dann Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Guck mal, er hat gerade die Sünde getan, aber danach erwähnt er Allah. Was ist damit gemeint? Die Mufassirun sagen, dass er die Sünde getan hat und dann sagt er, A'udhu Billah, was habe ich gerade getan? Allah hat mich gesehen. Allah hat mich gehört. Allah weiß, was ich gerade getan habe. Allah kennt meine Lage. Fastaghfaru li dhunubihim, sagt Allah. Und dann, danach, bitten sie Allah um Vergebung. Das heißt, meine lieben Geschwister im Islam, wir müssen weiterkommen in unserem Leben. Wir dürfen die Sünden nicht einfach so stehen lassen, sondern wir müssen dafür was tun. Und dazu kommt noch eine Sache. Wir haben jetzt über die Sünden geredet. Eine andere Sache, die auch nochmal wichtig ist zu erwähnen. Der Iman. Ist ja nicht einfach so, oder? Von wo kommt der Iman? Was sagt ihr? Der Iman hat einen Ursprung. Ja, der Glaube. Von wo kommt er? Kann ich einen Hans, Peter, Josef irgendwo auf der Straße treffen und kann er mir dann Iman zeigen, beziehungsweise kann ich davon ausgehen, dass der Peter, der Hans hier auf der Straße Iman hat, Glauben hat? Nein, oder? Warum nicht?
Jetzt abgesehen vom Kuffer und vom Schirk und so weiter. Ah. Das heißt, ja, der Iman braucht was? Wissen. Al-ilm. Wissen. Weil guck mal, für die Sünden, um die Sünden nicht zu begehen, worüber wir jetzt gerade getan haben, geredet haben, ja? Und für die guten Taten, damit du sie tust, damit du sie praktizierst, brauchst du was? Brauchst du was? Kraft. Für diese Kraft brauchst du was? Iman. Für den Iman brauchst du was? Al-ilm. Und deswegen meine Frage an mich und an euch, wo ist unser Wissen? Wo ist unser Lernen? Wo ist unser Lesen vom Koran? Lesen von Hadith? Einen Vortrag hören? Egal, Hauptsache einmal am Tag. Ein Vortrag am Tag, eine Seite am Tag, zwei Seiten in der Woche. Wo ist das? Wir sind die ganze Zeit nur mit anderen Dingen beschäftigt. Ich rede über mich, über euch, über ja, allgemein. Fast keiner ist mehr davon befreit. Deswegen, ich frage mich und euch, wo ist unser Wissen? Wir müssen uns Wissen aneignen, meine lieben Geschwister im Islam. Man denkt, ja, ich bleibe immer so. Nein. Wenn du kein Wissen hast, dann bist du immer ein offenes Tor für Shaitan, für Iblis, la'anahullah. Weil entweder kommt er dir mit den Sünden, mit den Gelüsten, den Begierden, die wir ja alle haben. Und wenn er das nicht schafft, dann kommt er mit was? Dann kommt er mit den Scheinargumenten. Und sehr, sehr viele Leute sind in die Sekten gefallen aufgrund ihrer Unwissenheit. Kein Wissen. Kein Wissen. Ja, was passiert? Dann kommt das Scheinargument von hier, von da, von dort, von hinten. Und das Herz, wie die Gelehrten sagen, ist schwach. Das Herz ist schwach. Und die Scheinargumente sind manchmal was? Stark. Und deswegen kann es dazu kommen, dass das Scheinargument das Herz trifft. Und wenn das Scheinargument einmal sitzt, dann haben wir Zombies. Ja? Taqfiri-Zombies oder Tabdi'a-Zombies oder ich weiß nicht, Fethullah Gülen-Zombies oder Nursi, Said Nursi-Zombies. Ich nenne sie Zombies. Warum? Weil bei Resident Evil, was passiert mit den Zombies? Kann man mit ihnen reden oder mit ihnen diskutieren? Oder was machen die mit denen? Pam, schießen die ab, das war's. Genauso sind diese Leute, wa'idu billah. Du kannst mit dem reden. Du kannst einen Baum kannst du überzeugen, aber ihn, keine Chance. Alles nur Kufr, Tagut, ja. Mubtadi, ich weiß nicht was, bei den Gülen-Leuten und den Nursi-Leuten ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe Allah im Traum gesehen. Und ich habe den Propheten im Traum gesehen, der hat mir gesagt, keine 5 Gebete mehr am Tag, sondern nur 2. Haben wir schon alles gehört, ja? Und dann, ich weiß nicht, was alles noch, Harun Yahya, der hat ja auch noch wieder eine eigene Sekte. Kennt ihr Harun Yahya, ne? Oktay Öztürk oder wie der heißt. Hat jetzt auch mittlerweile eine eigene Sekte. Also er ist der Kopf der Sekte mit seinen 1000 oder 2000 Leuten. Ja, subhanallah. Deswegen, mein Lieben, und man fragt sich, ey, guck mal, 1000, 2000 Leute, das ist ja keine kleine Zahl. Wieso folgen die denen? Ganz einfach, kein Wissen. Da kommt so ein Schickimicki-Typ, der ein bisschen so tanzt mit ein paar Topmodels in seiner Sendung. Hat eine Sendung, hat einen Fernsehkanal, erreicht total viele Leute. Redet vielleicht gut. Ich meine, ich verstehe kein Türkisch, aber bestimmt redet er gut. Ja, gutes Türkisch. Und hat die Leute da und dies und das und Fernsehsendung. Und die Leute sagen, ey, der ist im Fernsehen. Nee, der kann nicht lügen. Genau wie bei uns hier in Deutschland, ne? Ja, ich habe damals einen Bericht gesehen, ne? Haben mir gesagt, hier und so, klar, die Medien, die lügen nicht. Möge Allah uns recht leiten. Deswegen, das Wissen ist zuerst. Wir müssen uns mit Wissen beschäftigen, lernen, meine lieben Geschwister im Islam, damit wir dieser Zeit, die jetzt kommen wird, standhalten können. Viele Brüder sagen, sollen die doch kommen, die denken, wir wären wie die Juden. Das haben die Leute in Syrien auch gesagt, bevor die Fliege gemacht haben. Möge Allah uns festigen. Viele Leute, die haben auch geredet, was sollen die kommen, sollen die kommen. Und dann ist er wie eine Ratte, wa'iyadu billah, erniedrigt, ja, in ein Boot und dann irgendwo sitzt er in Europa. Und tadelt sich selber und bereut, was er getan hat. Wallahi, viele bereuen das. Sagen, guck mal, keine Ehre, kein Stolz, nichts mehr. Deswegen, wir dürfen nicht so viel reden, groß reden, wallahi. Wie die Geschichte von, ne? Von Talut, kennt ihr ja, ne? Haben sie gesagt, schick uns einen, sag Allah, er soll uns einen König schicken, damit wir kämpfen. Dann hat er gesagt, was ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala euch den Kampf vorschreibt? Vielleicht kämpft ihr nicht. Und sagt, ma wa ma lana, Allah nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina.
Wie sollen wir nicht kämpfen, wo wir rausgeschickt worden sind, rausgeschmissen worden sind von unseren Häusern, unseren Söhnen, Tag, was? Genau wie heute, was? Sollen die kommen? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Als es dann losging, alle weg, bis auf eine kleine Schar von Leuten. Dann ist er, Bruder, ich kann nicht, Bruder, so wie heute. Bruder, so und so, ja, muss gucken und so und dies, das und, ne, und ich kann nicht und genau so. Deswegen, wir dürfen nicht große Töne spucken. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns für jedes Wort, was wir sagen, prüfen. Möge Allah uns bewahren. Und meine lieben Geschwister im Islam, schließe ab, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Iman wird alt, wird schwach, geht weg, wenn wir nichts daran tun. Wenn wir das zusammenfassen wollen, ein Satz. Tu was für deinen Iman, ansonsten ist er weg. Ganz einfach. Tu was für deine Religion, ansonsten ist deine Religion irgendwann mal weg. Wenn sie nicht weg ist, dann zumindest bist du schwach. Und wir wollen nicht zu den Schwachen gehören. Weil, was wollen wir? Unsere Antwort, unsere Einstellung muss sein, ich muss ins Paradies. Nicht ich will ins Paradies, ich wünsche mir, nein, ich muss ins Paradies. Und nicht nur einfach irgendwo unten da, sondern ich muss hoch, al-Firdaus al-A'la, ganz oben muss ich. Genau wie in der Dunya. Ein Händler, ein dies, das, der muss doch Prioritäten setzen oder nicht Ziele setzen. Sagt, das will ich erreichen, Bismillah, yallah. Und dann erreicht er es auch. Wenn er es nicht erreicht hat, dann zumindest die Hälfte, zumindest ein Drittel, zumindest ein bisschen, zumindest da, alhamdulillah. Aber derjenige, der keine Ziele hat in seinem Leben, hat schon verloren. Deswegen möge Allah uns bewahren. Lass uns etwas für unsere Religion tun. Lass uns etwas für unseren Iman tun. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Erfolg dabei gibt. Möge Allah uns Erfolg geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala der Umme helfen. Weil, wie ich gesagt habe, es kommt eine harte Zeit. Und für diese Zeit brauchen wir Iman, brauchen wir Wissen, brauchen wir Brüderlichkeit auch. Warum ist die Brüderlichkeit nicht da? Weil es keine Ziele gibt. Der eine will schlafen, der eine will essen, der eine will, ich weiß schon, nur beten, der eine will sich verstecken, der eine will zu viel, der eine will zu wenig, der eine, jeder hat andere Ziele. Wenn wir etwas aufbauen wollen, etwas erreichen wollen, müssen wir uns alle hinsetzen und sagen, so, ein Ziel, das verfolgen wir. Wenn wir das erreicht haben, dann gucken wir weiter. Und deswegen die Brüderlichkeit, die beste Sache, die die Brüderlichkeit zusammenbringt, ist, dass man zusammen auch lernt, dass man die Religion zusammen lernt. Kleiner Unterricht oder irgendwas, dass man sich zusammentut und ein bisschen lernt. Und damit kommt die Liebe, inshallah, damit kommt die Brüderlichkeit ein bisschen zusammen. Möge Allah uns als Brüder sein lassen. هذا الله أعلم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا